Hallo Leute, zu einer neuen Folge. Wir spielen mal wieder Marvel Avengers. Mit dabei ist wieder Papa. Hallöchen, Irene, das läuft da immer noch ab, ne? Dieses Integrität. Ja, ich weiß nicht mal, was das heißt. Ja, wir müssen irgendwo hin. Da hinten. Am Tisch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und ja. Ich hoffe, eure Familie ist auch gesund. Mal sehen, was passiert. Und? Ah, gerade noch geschafft. Wir haben das geschafft. Hank, verdammt. Hank, wo ist dein Freundes. Kontakt? Geil. Er müsste dort Pass sein. Kaputt machen. Avengers, schnell! Wo ist das PIM-Partikel? Gekommen! Bring uns zum Ameisenhügel. Sie brauchen unsere Hilfe. Ihr werdet an der Front getroffen. Festhalten. Es könnte Turbulenzen geben. Ach, danke. Ich bringe das Partikel zu Dr. Pym. Was ist das hier? Hey, Resistance-Mann. Informier uns bitte. Das ist ein Unterschlupf vom Ameisenhügel. Sicher scheint er nicht zu sein. Wo ist der Wind? Avengers, haut ab da und verschafft uns etwas Zeit. Was ist denn los, verdammt? Verschärf dich wieder einfach. Ich komme, sobald ich kann. Bist du platt, Junge? Oh. Okay, die Avengers sind hier. Ziehen wir es durch. Der hat sich weggebracht. Wir haben ihn erhöht. Ein Schläge hintereinander. Das ist mein Mitarbeiter. Sag Schnauze. Wenn du ihn geprügelt, wäre er schon weg. Was? Wenn du ihn geprügelt hättest, wäre er schon weg. Wenn ich was hätte? Wenn du ihn geprügelt okay. hättest. Gönnt euch eine Pause, Kinder. Das hab ich gerade angemacht. Den brauch ich. Ja. Nein, ich komme. Ich rette dich. Papa, er darf nicht sterben. Wer? Sie retten. Verdammt. Ja, das ist nicht gut. Ein Kriegsmaschine wird in wenigen Minuten durch sein. Dann schalten wir sie aus. Und ich kann es abschließen. Ich kann es abschließen, gleich. Hallo. Schießt du noch bis morgen? Aber guck, da haben sie gerade neben weggegangen. Ja, guck mal, wie wenig. Ja, ich glaube, du musst es so beliebt, keine Ahnung. Ich gehe da jetzt hin. Ich bin aber hier oben platt. Da ist ein Knack. Oh nee. Ich gehe da hoch. Was ist ein Schild? Ziehen Sie auf die Lüftung an den Beinen. Oh, nee. Gut gemacht. Schön. Gut. Sehr gut. Das ist platt. Oha, wie ein Elefant. Da kommen wir okay. Ist kaputt. Okay, alle meine Rücken mit einem Sein Auge. Da. Geh hin. Box. Alter, Hammer, ein Schock hat weggemacht, so geht. Mhm. Und nicht mehr drauf hin. Gebringe. Jetzt muss ich jetzt abkriegen. Ich bin wieder genau gekommen.
Seitenlüftungen überhitzen. Zielen Sie darauf. Wo drauf? Da, auf da auf seine Hinterfüße. Hulk, er gibt ihn einen Schwinger mit. Vorsicht, er beugt sich aus. Au. Warum boxst du eigentlich nicht? Der ist doch viel stärker. Was? Mag Füße. Du magst Füße? Nee, ich mag Schießen. Ich weiß, dass mein Mann nicht kriegt. Eigentlich alle Füße schon erwischt? Ja, habe ich. Ich mache jetzt eine Waffe kaputt. Vorsicht, er bäumt sich auf. Er bäumt sich mal auf. Oha. Oh, Alter, was ist das? Das ist die Hälfte von deiner Energie weg. Nee. Warum machst du nicht die Füße kaputt? Haben sie überhaupt jetzt Aufgabe? Nein, da die sind dahinter wieder, oder hast du da alle? Ja, hab ich schon alle. Guck, alle kaputt. So. Ich mach grad die Waffen kaputt. Das ist ihre Chance, gehen sie auf das Auge. Guck. Was für so ein Riesenkäfer. Okay. Nein, ich war. Komm mit. Ich will um drauf. Die Seitenlüftungen sind wieder angreifbar. Auf beide Seiten wieder. Ich weiß, ich mach's als die eine. Ich will alles wieder kaputt. Ja, alles gut. Oh man, schieß auf das. Ja, ich hab alles. Jo. Hartnäckiges Vieh. Ich bin jetzt am Kopf hier. Komische Dinge. Vorsicht, er bäumt sich auf. Bleib weg. Bleib doch weg. Er hat dich fertig ausgebildet. Achso. Ich will nicht drauf. Ich bin nicht drauf. Ich bin nicht drauf. Ich bin sehr kaputt nach Welt. Weil ich jetzt nicht rumfliege.
Wo bin ich hin? Du brauchst Energie. Ich bin halt hängen geblieben. Hat diese Raketen. Sir, ich orte eine enorme Teleport-Signatur. Verdammt! Oh! Hey, oh, nee. Du musst den Ameisenhügel evakuieren. Sofort! Das glaube ich nicht. Hank, Einsatz bereit sieht anders aus. Ach was, Tony, entspann dich! Unglaublich! Es hat geklappt! Glückwunsch, Dr. Pym. Die Resistance hat eine beeindruckende neue Waffe. Jetzt ist es fast niedlich. Sie sind niedlich, wenn sie klein sind. Danke, Leute. Ich schulde euch was. Richtig niedlich. Wirklich. Wie ein Baby. Ja, so richtig kleine, süße Babys. Danke für eure Hilfe. Ich lasse die benötigten PIM-Partikel zur Chimera transportieren. Danke, Doc. Was machst du? Ich weiß, du hörst nicht auf mich, aber ich sag's trotzdem. Diese Punkte, Fähigkeiten. Guck, 3 Stück. Aber hier kann man die Schüsse skillen. Fernkraftangriff, Dings. Warte mal runter. Ja, den kannst du ja nicht nehmen. Munitionsüberladung, machen wir den anderen. Regenmacher, Fernkampfangriff Upgrade, erhöht Magazingröße für Pistole mit Vollautomatik Feuer um 20 Kugeln. Ja, such du dir was aus. Ja, das ist schon geil, warte. Nachdem du R2 gedrückt hast, um einen Angriff mit Wildorf-Seil zu parieren, drücke rechts Dreieck, um ein akrobatisches Würgegriffmanöver auszuführen, das alle Gegner in der Nähe zurückwirft. Achso. Geil, wollen wir. Das ist auch praktisch, oder? Wie du willst. Noch eins. Was ist das eigentlich? Ah, dann tauschst du. Ja! Wie tauscht man? Welche mit Steuerkreuz nach links und Steuerkreuz nach rechts in den hochkalibrig Modus. Okay. Nimm das, wenn du willst. Ja, gefällt mir. Oh, wow, das ist gut. Können wir irgendwas noch verbessern? Voll hilft das voll. Haben wir nichts von Nocke. Was war das? Sei vorsichtig. Mach Kampagne fortsetzen. Ich gebe mein Bestes. Wie wieder schon für 17? Papa. Wir können ja gar nicht mehr gefühlt mit einem Moment spielen. Papa, oder? Iron Man muss man jetzt leveln oder muss Marvel?
guckt er mit seiner Hand an. Konzentriere dich auf die Scheißmission. Danke. Wie lange ladet das? Ist bei GTA auch das gleiche? Papa? Ja. Redest du auch? Du machst mir Angst, du redest. Hier sind die Partikel von Dr. Pinsel. Viel Glück, Iron Man. Wusste ich schon. Ich werde es brauchen. Was genau ist dieses Starboost-Ding? Komm ins Tech-Labor, Kleine, und sieh's dir selber an. Meinst du, Thor kommt wieder? Ja, safe. Safe? Beruhigt er sich wieder ab, kommt er wieder. Wo müssen wir hin? Alle bisherigen Tests noch waren eigentlich, glaube ich, zumindest. Hat, oder? Aber mit dem neuen Miniaturbeschleuniger habe ich eine Chance. Nach da, dann nach da. Hier? Ich habe keine Ahnung. Hey, was ist denn das? Was denn? Ja. Jetzt wieder da hoch. Da. Hey. Ich check das gerade gar nicht. Papa. Einmal geheim versteckt. Oh, was ist das? Hä? Was ist das? Sieht fantastisch aus. Weil sieht sie cool fantastisch aus. Ist. 1,4 Milliarden Dollar pure Eitelkeit. Vielleicht verbrenne ich beim Start, aber es wird verdammt gut aussehen. Alles ist im grünen Bereich, Sir. Aber ich muss Sie warnen. Ein großer Sturm liegt direkt auf Ihrer Flugroute. Wenn es regnet, dann schüttet es. Tja, aber wir können nicht länger warten. Tony, ich habe dir zur Anregung etwas Musik hochgeladen. Oh nein. Keine Angst, ist nicht meine. Du schaffst das. Danke, Kleine. Okay. 3, 2, 1. Tony, du fliegst direkt in das Sturmsystem. Ich sehe es, Kleine. Hochziehen. Aber es gibt kein Zurück mehr. Schon. Was muss ich machen? Nein, komm, Leute. Mach Herz. Da muss ich hin. Nach links. Alter. Hochziehen. Verdammt, der Sturm hat meine Systeme gegrillt. Kamala, Gabel, seid ihr noch da? Ich krieg hier Kurzschlüsse, Leute. Gabel, Kamala. Gabel, ich brenne. Booster abwerfen. Ich muss das manuell machen. Das war knapp. Oh, Scheiße! Lass mal auf den Hobel hier. Beruhig dich. Er wäre fast erstickt. Hallo. Verdammt. Kaum noch Saft in den Repulsoren. Sippens. Hoffentlich wimmelt es hier nicht von Wachen.
Meinst du, hier ist überhaupt jemand? Hm. Ach, keine Ahnung. Okay, mal sehen, was wir haben. Moment mal. Das ergibt keinen Sinn. Regenerative Formel. Das erklärt Haltens riesigen Kopf. Das ist ihr Ursprung. Wahrscheinlich irgendein armer Inhuman. Okay, dann suchen wir mal die Tür. Weißt du, was gut ist? Hä? Kein Stress. Rette den Inhuman. Wenn wir... Keine regenerative Formel mehr, keine Adaptoids. Jubel. Glückwunsch. Wenn wir jetzt einen großen Gegner kriegen, sind wir am Arsch. Warum? Ja, weil Iron Man nur Level 10 ist oder so. Stimmt. Level 11. Also Kraft 11. Hallo, was macht der? So. Klopf, klopf. Tönig, wir haben zu wenig mit Iron Man gespielt. Papa, ne? Ja? Wir haben zu oft mit Hulk gespielt. Weiß wir ich haben nicht. Uns zu wenig um Iron Man gekümmert. Ja. Das hatte ich auch immer. Voller Weltraumstaub. Hier gibt's extrem wenig Fußgänger. Kiste. Na dann, es geht nur aufwärts. Jetzt noch die nächste Tür hacken, ohne jemanden aufzuwecken. Irgendwas kommt hier. Ich weiß. Ich bin gespannt, was. Ja, zum Beispiel jetzt Tor. Wenn wir jetzt Tor kommen, dann. Und er gegen uns kämpft, dann kann er immer weglaufen. Tor, meinst du Tor? Nee, aber nee. Ich wette, er kämpft nicht gegen uns. Also er kommt nicht. Also ich meinte, als Gegner kommt er nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ey, wir sollen halt doch niemals Tor klappen. Ja. Oh, Hank, du meinst mich? Wenn das die Roboterwachen nicht geweckt hat, weiß ich auch nicht. Welche Roboterwachen? Okay. Ganz elegant. Toni ist hier. Freunde. Der Sturz durch die Luftschleuse hat keine Roboterwachhunde geweckt. Vielleicht versuchen sie Dinge drin zu halten, anstatt draußen. Papa. Was denn? Du musst aufpassen. Ich bin gerade erschrocken. Inventarsverfall. Da ist sie. Wo geht das nochmal? Was ist? Unsere Inventarbox ist voll. Welche ist voll? Unsere Inventarbox. Ja, Papa, geh mal auf die Items, ja, und da musst du dann welche löschen. Okay. Zerlegen, ne? Ja. Nur die kein Schild sind, also Schild, die nicht. Und den hier auch, ne? Ja. Den achten. Und nur die alle nicht, die man nicht upgraden kann. Weil die blöd sind. Warte mal. Papa, nimm doch diesen grünen Level 2. Mal guck, wie hoch wir den machen können. Den, wir können den auf oder Stufe. Den. Nein, auf diesen. Ja, den können wir auf Stufe 15 machen. Ja, ich schiff Stufe 15. Okay. Den auch weg, ne? Nee. Nee? Oder?
Dann lass er erstmal noch behalten. Vielleicht bringt er uns irgendwas. Den weg. Mama, auf den unser, den wir jetzt haben. Nee, der kann bleiben. Hier, okay. Du kannst ihn abbringen. Den boosten hier? Ja, booste den erstmal. Nochmal? Ja. So, welcher aber das weg? Kannst du auch. Ja, ich, da haben wir keinen besseren. Mit dem weg, ne? Ja, der kann weg. Der Neuner auch. Also alle, die so nicht über 10 sind und man die abgehören kann, die können weg. Eigentlich. Weil die immer schlecht sind. Oh, geil, ein Boost. Guck mal, jetzt ist er schon Stufe 15. Jo, hoch. Und wenn sie zu hoch gemacht hat, ne? Bingo. Stürme nochmal. Ist das hier Eis? Ja, Schnee. Papa, halt deine Waffen bereit. Das wirkt so gar nicht ominös. Was kommt denn da raus? Ich habe auch selber keine Ahnung. Ich habe einfach nur Angst. Ist das Cap? Ist das Cap mal möglich? Oh mein Gott. Cap. Oh, bitte sei am Leben. Steve? Steve? Heilige Scheiße, du lebst. Oh mein Gott. Tony, was ist... Was ist das alles? Wo bin ich? Tony? Umarmst du mich etwa? Was, nein, ich wollte nicht, dass du fällst. Du kannst jetzt loslassen. Naja, ich... Also wir... Ich dachte, dass... Schön, dass du wieder zurück bist. Ich bin verwirrt. Ja, komm. Wir müssen weg. Komm. Warte. Tartan. Hat er überlebt? Tartan? Wen interessiert's? Die Explosion, er war zu nah. Er hat überlebt. Dank dir offensichtlich. Und Monika, wenn man den Nachrichten glaubt. Er ist doch böse. Das ergibt keinen Sinn. Wer ist böse? Ja, dieser okay, eine. Ich hab dich. Über den Cap gerade die Evakuierung. Der weiß das bestimmt. Er. Weiß er ja nicht. Dazu kommen wir noch. Kannst du gehen? Ja. Schon okay. Jeff, ich bin Cap. Mir geht's gut. Aber ich bin. Und los. Genau das ist mein Cap. Komm. Oh, ich bin wirklich Cap. Okay. Was ist der Plan? Also wir finden eine Rettungskapsel und retten uns. Du improvisierst gerade, oder? Mit einem Mund so dumm. Ja. Ich, du schätzt immer Sachen, wo die ganz starr sind. Papa, oder? Ja. Toni, wo sind denn alle? Almond hört, sorry. Wo sind wir? Saltosprung. Drücke in der Luft X, um einen Saltosprung auszuführen und die überwundene Distanz bis zur Landung zu vergrößern. Oh, also im Weltraum. Mein Gott. Oh. Das war kein... Bewege L nach vorne und drücke in der Nähe einer glatten Wand X, um automatisch einen Wandlauf zu beginnen. Drücke während des Wandlaufs jederzeit X, um von der Wand wegzuspringen. Alles klar? Nein. Bist du sicher, dass du das schaffst, Cap? Alles gut. Ich bin nur außer Übung. Wow. Ist wie Fahrradfahren, nehme ich an. Verlernt man nicht. Sprungbereit? Tony, was geschieht hier? Tja, lange Geschichte. Okay. Du hast wieder an die Wand klettern müssen. Ja. Ach, trotzdem noch Kraft, um Metallkörper zu machen. An dieser Wand? Ja. Okay. Wie? Warte doch mal jetzt. Also... 5 Jahre. Was nach deinen Standards ein Powernap ist. Auf Eis bin ich den Leuten wohl sympathischer. Siehst du? Du machst schon wieder Witze. Schlechte, aber das ist normal für dich. Wie schnell der sprinten kann, Alter. Wirklich. Kein Traum mal schneller als ich. Captain Rogers. Was ist das? Verlassen Sie uns noch nicht.
Monika, lang nicht gesehen. Dein Kumpel Talton war sicher nicht begeistert, als du Superhelden durch Superheldenblut ersetzt hast. Er überlässt die Details mir. Hören Sie damit auf. Sofort. Moment mal. Georgie weiß von all dem hier gar nichts. Und das bleibt auch so. Eugene muss wieder damit spielen. Oh, ich glaube, sie ist wütend. Tony! Ich arbeite dran. Junge, schau, Tony. Ich hab's, gehen wir. Was zur Hölle? Ignorier die Killerroboter. Ich versuch's. Für eine Leiche bist du ganz schön penetrant. Ich muss das hier mit Gewalt machen. Warum denn nicht gleich so? Na, außer Übung? Meine Köpfung. Ich meine, ich krieg noch Fresse. Mann, ich will ja kurz so entschieden. Hilf mir mal! Nimm die andere Seite. Tino! Tony! Wir kriegen Besuch! Keine Zeit für einen Kampf! Weg hier! Vorsicht! Da, verdammt! Ah! 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 Pass auf das Glas auf! Es kann dein Gewicht nicht halten! Ey, verleise! Da war eine Wand. Ja, ich hab verkackt. Ich bin erschickt. Ich bin auf das Glas gesprungen. Du hast a little bit verkackt. Ja, hier ist voll anstrengend, weil man direkt laufen muss. Ja. Weil man nicht anhalten kann. Das stimmt wohl. Entweder man hat den anderen Schild oder man läuft weiter den Schild. Pass auf das Glas auf. Es kann dein Gewicht nicht halten. Mach's gut. Du magst es, durchs Fenster zu fliegen, kann das sein? Ja, irgendwie schon. Man macht es echt immer auch. Eugene, üben, ich bin schon aufs Fenster. Ja, das würdest du Tatsache tun, wenn du es könntest. Wir sind Superheld anschauen. Hättest du ein Fenster gesprungen. Du bist ein Superheld. Du bist mein Superheld. Ja, und du bist mein Papa Superheld. Pass auf das Glas auf. Ich bin das Daddy Man. Ich kann dein Gewicht nicht halten. Komm, links. Boah, der war knapp, du. Ich hab schon wieder Luft angehalten. Ja. Da war wieder eine Wand. Du hättest einfach drüber laufen sollen. Papa, das ist so schnell. Aber du bist nur durchs Fenster, du Troll. Weil ich Bock hab, wieder keine Luft jetzt zu kriegen. Jetzt ist er tot, Captain America. Ein schönes Ende. Iron Man fliegt allein zurück. Will durch den Hilfe. Und dann lebt Captain America wieder. Alle Freunde. Und links. Mach Doppelsprung. Achso, stimmt. Mehr Ladebildschirm als alles andere gesehen. Danke, Eugene. Ich hab dich noch schlechter gesehen. Wo? Ja. Du, wo? Dreimal der Kopf gestorben. Okay, anderes Thema. Klasse. Ich
möchte nicht darüber reden. Ja, ich auch nicht. Fast geschafft, Cap! Er geht ja nicht ran. Du musst bis zum Ende laufen. Du springst zu früh. Du bist doch noch in der Mitte und du springst schon. Ja, ich will schnell rüber. Ja, du hast keine Geduld. Wenn du mal deine Hausaufgaben so schnell machen würdest, dann hätten wir so viel Zeit gespart. Dann guckst du aber. Ja, dann würde ich sagen, wow. Dann machst du Auge. Dann mache ich richtig Auge, dann küsse ich dein Auge. Ja, ich stelle nicht stören. Fast geschafft, Herr. Lass mal mich versuchen. Ja, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Aber wenn du jetzt auch verkackst. Ich verkacke nicht. Beim ersten Versuch, verspreche ich dir. Okay. Beim ersten Versuch direkt. Wenn du nicht hast, kriegst du einen Nackenkletter. Von dir? Ja. Ja, und wenn ich schaffe, kriegst du einen von mir? Ja. Okay, ein richtig fettes Ding. Ich kann nicht sagen, du bist auch fetten. Einen richtig dicken Karnickelfangschlag. Hier, ich mach's auch wie die Türken. Das ist ein richtiges Teil. Nein. Fast geschafft, Herr. Oh nein. Nein. Scheiße. Oh, der wird schmecken. Schaffen wir nur Zeit. Ah ja. Und alle sind wieder tot. Triebwerke ausgefallen. Tony! Komm schon. Ja, wir schaffen das. Scheiße. Komm schon. Verdammt. Nein. Oh, die gute Nachricht, wir sterben nicht als Feuerball. Und die schlechte? Wir werden wohl vorher ersticken. Aber die Aussicht ist schön. Das ist sie. Verdammt. So knapp. Tja, da wir jetzt sowieso sterben werden, möchtest du vielleicht was beichten? Deine Witze. Ich verstehe sie einfach nicht. Ich weiß, dein Tagebuch. Warum hast du den Reaktor zerstört? Viele sind gestorben. Tony, da war was begraben, tief in der Bucht. Es war mit dem Reaktor verbunden und kam langsam an die Oberfläche. Das Erdbeben. Ich musste handeln. Die San Andreas-Verwerfung ging fast hoch. Die Stadt wäre ins Meer gerutscht und Millionen wären gestorben. Hab nie an dir gezweifelt. Wollt's nur hören, weißt du? Was ist das denn? Wen haben wir denn da? Muss ich eigentlich immer alle retten? Nichts anderes erwarte ich vom Gott des Donners. Hi, Thor. Willkommen zurück, Captain. Sehr gut. Das war Ihre regenerative Formel? George? Wie lange war ich Ihre Laborratte? Ich wusste, dass Sie so reagieren würden. Sie würden lieber sterben, als etwas von Ihnen zu brauchen. Ich habe Ihnen vertraut. Sie sind am Leben. Sie kontrollieren Maschinen mit Ihrem Verstand. Denken Sie doch nur mal Sie an die... Sie infizierten mich mit seinem Blut.
Ich hätte sterben können. Aber Sie leben. Denken Sie an den Traum, George. Ihretwegen bin ich einer von denen! Ich machte Sie stark. Und stahlen meine Hoffnung. Und ich gebe Ihnen nun dieselbe Chance, die ich hatte. Ich werde Superkräfte ausrotten. Selbst wenn es mit mir endet. George! Hallo, alter Freund. Grüß dich! Ich wusste, wir treffen ihn noch. Steve. Ned. Tut gut, dich zu sehen. Wenn ich gewusst hätte, dass du lebst, dass sie dich haben. Das ist nicht deine Schuld. Tarleton wusste nicht, dass Monica mich hatte. Was? A-Day. Der Raub. Monica hat Taskmaster auf das Terrigen angesetzt. Seine Männer haben das Sicherheitsprotokoll und den Autopiloten der Chimera aktiviert. Aber dieses Ding in der Bucht, das kam unerwartet. Das Wärmesignal. Das war wohl der Grund für das Beben und die Zerstörung. Was war das? Ich weiß es nicht. Ned, ich denke ständig daran, wenn ich nicht die vielen Menschen... Nein, es ist nicht deine Schuld. Dieses Schiff hätte niemals starten sollen. Ich hätte dasselbe getan. Du lebst! Ich wusste es! Tut mir leid. Kommt, ihr müsst euch das ansehen. Erfreulichen Anblick bieten. Danke, Jarvis. Schön, wieder da zu sein. Seit dem Beinahe-Absturz der Chimera in Manhattan ist die Lage prekärer geworden. Ich fürchte, AIM wird die Verfolgung aller Inhumans jetzt noch hartnäckiger vorantreiben. Wir dürfen das nicht zulassen. Die Welt braucht die Avengers jetzt mehr als je zuvor. Captain America ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Herzlich willkommen, welche Kraftlevel. Er hat einfach nur eins, ja moin. Level 1, ja moin. Dazu will ich nichts sagen, Cap. Lappen. Pläne zur Ausrüstung der Avengers für diese Konfrontation abgeschlossen, und wir brauchen dafür einige spezielle Materialien. Danke, Jarvis. Stimmt. Höchste Zeit, wieder in Kampfform zu kommen. Zeig mal, was wir brauchen. Ausgezeichnet, Sir. Wir könnten im Rahmen dieser Aufgabe unseren Verbündeten helfen. Commander Hill und Dr. Pym melden große Schwierigkeiten bei der Koordination unserer Bemühungen, weil AIM die Kommunikationsnetzwerke der Welt fest im Griff hat. Wie können wir helfen? Sie wollen, dass wir AIMs Hauptkommunikationszentrum zerstören, um die Resistance zu einen. Dann machen wir das, alter Freund. Ikonisch Missionsreihe verfügbar. Die Missionsreihe der entschlossene Captain ist jetzt verfügbar. Wähle im Einsatztisch die Mission Grellrote Raketen, um die Missionsreihe zu beginnen. Für das Abschließen der Missionsreihe erhältst du exklusive Ausrüstung und das ikonische Outfit von Captain America. Apropos Medien. In den Nachrichten sind Meldungen über Thor Odinson aufgetaucht. Angeblich arbeitet er in Skandinavien mit früheren AIM-Wissenschaftlern zusammen.
Das kann zur AIM-Propagandakampagne gegen die Avengers gehören, müsste aber untersucht werden. In Ordnung. Wir befragen sofort Thor dazu. Neuer Held verfügbar. Thor ist jetzt für Einsätze verfügbar und kann im Heldenkader gewählt werden. Sehr nice. Ikonische Missionsreihe verfügbar. Die Missionsreihe Der mächtige Thor ist jetzt verfügbar. Wähle im Einsatz zwischen der Mission Identitätsverwechslung, um die Missionsreihe zu beginnen. Für das Abschließen der Missionsreihe erhältst du exklusive Ausrüstung und das ikonische Outfit von Thor. Guck mal, jetzt. Wow, jetzt. Boom, Stufe 11. Stufe 12. Stufe 13. Nice. Okay, ich würde sagen, es wir reicht. Wir beenden das Video. Wir werden die Folge einmal beenden. Yep. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Lasst ein Abo und ein Like da und ciao. Ciao, ciao, Freunde.